Ich muss mein ganzes Sand hier verarbeiten. Meine Fresse, guck mal zu Monsterplattform. Die ganzen Creeper und Zombies, die sich da drängeln. Nein, lass mich auch noch ver... Boah, scheiße, jetzt bin ich hier oben, ey. Ich geh da nicht hin. Ganz ruhig. Die beschießen dich schon. Die beschießen mich, aber sie haben keine Chance. Wir können nichts machen. Die sind hilflos. Ja, weil gleich das Killerkommando kommt. Ja, gut. Wenn du das Killerkommando bist, dann kommt das gleich in der Tat. Ich glaube, die sterben voll lachen, ey. Ich habe keinen Platz mehr, mein Inventar ist voll. Ich hasse volle Inventare. Egal in welchem Spiel. Ja, das kenne ich. Das geht mir immer so. Das ist so eine chronische Angewohnheit von mir. Es ist ganz schlimm. In jedem Spiel. Weil wir keinen Computer haben. Mit einem Computer würde das nicht so voll werden. Das wäre einfach groß genug. Da würde alles reinpassen. Wenn du das sagst. Ja, das ist so. Das hat was von diesem Pokémon einlagern. Ja, so ist das. Du kannst deine Gegenstände digitalisieren. Da bin ich auch tatsächlich, glaube gestern bei der letzten Yogg-Sothoth-Aufnahme selber darauf gekommen, dass Pokémon eigentlich der erste war, der das erste Franchise, was jetzt irgendwelche realen Gegenstände digitalisieren wollte. Und die Idee finde ich eigentlich ganz schön. Schnapp dir dein Pokédex. Ja, und Lebewesen zu digitalisieren ist ja noch krasser. Ja, Lebewesen zu fangen zum Vergnügen. Ja, und sie in kleinen Bällen... Nein! Was ist passiert? Da kam ein Creeper an und ich bin gleich tot. Wie jetzt? Kommst du da weg? Das ist auch mein Leben. Ja, eben. Wir sind. Schmeiß dein Leben weg, aber meins nicht. Aber ich habe so viel Weed, ey. Ich kann mir jetzt erstmal ein paar Brote drehen. Ja, so ähnlich. So. Aber bitte nicht so, wie du es gewohnt bist. Sondern? Bitte nicht einfach drei Weed in eine Richtung, sondern du craftest einfach ein einzelnes Weed in Weed Flour. Dann hast du Mehl und das kannst du kochen in Brot. Dann bekommst du aus einem Weed ein Brot. Wo haben wir denn? Ach, die ist hier schon irgendwo drin, ne? Warte mal. Ja, also bitte nicht einfach nur Mixing-Maul benutzen. Was? Nein, das ist die falsche, wenn du schon so fragst. So viel Zeug. Du meinst die Mixing... Ach, dann nein, ist einfach Bowl. Nur craften. Hä? Du sollst das Weed einfach in dein Crafting-Inventar packen und dann bekommst du Flour, also Mehl. Ach so, ich war die ganze Zeit... Nee, ich bekomme Seeds daraus. Was? Gib mal her. Oder nee, ich hab schon. In der Tat. Was ist denn jetzt los? Deswegen hast du mich gerade voll verwirrt, ey. Ja, das ist normalerweise so. Das ist, Moment, da müssen wir mal gucken, wie wir das bekommen. Flour mit dem Mortar und Pestle. Moment. Ach, Mortar und Pestle. Moment, bitte. Mortar und Pesti. Moment. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich bin gleich tot. Ob man das wirklich kochen kann. Nee, kann man nicht. Das ist keine gute Idee. Du bist fast tot. Hier hast du 10-mal Apfelsaft. Ja, Apfelsaft gegen den Hunger. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Irgendwie kann man doch effizienter Brot herstellen, oder? Das weiß ich nicht. Smelting von Dolph. Dolph. D-O-U-G-H. Wie soll ich denn das aussprechen? Dolph. Dolph. So. Das ist sowas wie Ben Jerry's Cookie Dolph. Achso, ja. Ja, also das ist hier wieder natürlich ein bisschen gemoddet, da brauchst du Salz für. Also natürlich. Das funktioniert nicht einfach so, der macht Weed einfach so, wie du es gewohnt bist. Okay. Da war ich jetzt in einem anderen Modpack von Gedanken her. Ich dachte, das geht hier besser. So, aber abgesehen davon sind da auch noch 4 Brote drin, ne? Da hätte man sich ja durchaus bedienen können. Ja, aber ich. Aber du bist zu faul. Nein, ich hatte noch so viel Weed im Inventar, dass... Guck mal, wie viel Knochen da jetzt nicht mehr sind, weil der Creeper sie kaputt gemacht hat. Ja, das war schlau von mir, ne? Ja, ich bin begeistert. Mann. Okay, solange wie ich nur was explodieren höre und keine Textnachricht lese, dass du gestorben bist, ist alles in Ordnung. Ja, das kommt noch. Ah, das kommt noch. Das klang wie eine Drohung, weißt du? Ja, so etwa, ne? Meine Fresse, wie viel? Was, wie viel? Na, wie viel Ore, Dust und Pulver ich bekomme und sowas. Weil jetzt ist es halt langsam wirklich so, dass wir von diesem Pulverize-Zeug und so immer wieder eins übrig behalten und dass wir jetzt wirklich mehr rausbekommen, als wir reingegeben haben. Also wir sind jetzt von der Effizienz schon ganz weit oben auf. Aber noch nicht ganz. Es gibt noch eine Effizienzstufe, die wir noch machen können, wodurch wir die Sachen, die wir hier einschmelzen, verdoppeln können. Vom Output. Du mit deinen bunten Kamellen, ey. Ja, ne, ich habe verschiedene Sachen und nicht immer das gleiche. Ja, ich bin richtig monoton. So. Aber ich habe noch ein Copper-Ohr-Dust. Das war's, okay.
Ja, ich würde dir mal bitten, das jetzt nicht zu schmelzen. Ich würde mir erstmal einen neuen Hammer zu bauen. Ja, aber schmelzt das mal jetzt bitte nicht. Ich habe nämlich eine neue Quest im Visier und dadurch können wir unseren Output verdoppeln. Da können wir jedes Ohr zu 2 Ingots schmelzen. Double Output. Ja, genau. Double Output. Das fände ich dann doch ganz schön, wenn wir das machen könnten. Weil wir haben inzwischen hier ziemlich viel, so viel, dass es nicht in die Chest passt. Hast du ein bisschen? Ist schon okay. Also ich soll jetzt das Sand nicht verarbeiten, oder was? Nee, ich meine, wenn du ein... Aber ich brauche ja noch Redstone, wenn du ein, muss ich das ja machen. Nein, das meine ich ja nicht. Ich meine, wenn du ein Ore Dust hast, bitte schmelze das nicht jetzt in ein Ingot. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Du kannst die Ore Dusts herstellen, aber bitte noch nicht schmelzen. So, weil hier haben wir nochmal 10 und 6 und davon nochmal 6 und davon 4 und davon 4. Meine Güte. Baumstammfeld. Warte. Warte. Hm, wo bist du denn? Warte. Was machst du denn da oben? Was machst du denn mit dem Sand hier? Warum? Du baust den Baum von oben ab? Das Nein, ich brauche doch Redstone. Deswegen muss ich den Sand doch zu Dust hier verarbeiten, oder nicht? Ja, aber ich sehe hier eine Sandsäule und du stehst oben auf dem Baum. Ja, weil hier noch Reste sind. Und wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das so erledigen. Ja. Okay. Ist ein Argument. Aber es sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Ich sehe es ja nicht. Ich sehe es ja erst viel später. Ach, viel später. Jetzt kommt er mir schon damit, dass ich lange brauche, um meine Episoden zu schneiden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du brauchst sogar ziemlich sehr lange. Ja, ich brauche lange, ich weiß. Guck mal, wir haben jetzt hier schon 3x Gold, 3x Silber, 3x Lead, 7x Iron, 6x Copper. Und das können wir alles verdoppeln, wenn wir uns intelligent anstellen. Oh, jetzt will ich nicht runterfallen. Was machst du immer? Wie hoch? Was ist mit dir los? Ich bin auf Höhe 114 Grad gewesen. Ja, und wir sind hier Nein. auf 71. Donnerwetter. Ja, ich komme ja schon wieder runter. Okay, wie sieht's aus mit dem Barrel? Du brauchst nur 2 Redstone, nicht wahr? Das war's. Genau. Okay, dann werde ich mich jetzt mal an einer... Oh, wir können diese Zombie-Quest rewarden. So. Siehste, weil ich mich mutig in die Massen geschmissen habe. Oh, weh. Das nenne ich Körpereinsatz. Okay, also das wird eine dolle Sache. Wir bauen uns einen riesigen Schmelzofen, mit dem wir unsere Materialien verflüssigen können. Und dann bekommen wir den doppelten Output. Und dafür brauche ich... Gravel, Sand und Clay. Ja. Ja. Das heißt, brauchst du Sand? Ich brauche Sand, Dust und Gravel. Weil aus Dust bekommen wir Clay. Aber mach erstmal damit weiter und dann bauen wir zu diesem Zweck neue Sachen ab. Merkt man, dass mein Inventar voll ist? Das merke ich sogar von hier drüben. Scheiße. Ich sehe da Platin-Dust rumschweben. So, dann sortiere ich das mal in die Kiste ein, die du ja großzügigerweise vergrößert hast. Ja, ich fürchte, die werden wir bald nochmal vergrößern müssen, weil das nicht reinpasst. Oh, ich habe einen Redstone. Ja, sehr schön. Aber tatsächlich nur eins, ja? Ja, aber das kommt noch. Ich habe ja noch 34. Gut. Wie gesagt, wenn du dein zweites Redstone hast, dann hör mal auf, den durchzusiffen. Das werden wir noch brauchen. Okay. Weil, wie gesagt, mit der Smeltery, das wird dann alles noch ein bisschen effizienter. Da werden wir auch Lava für brauchen, aber die können wir uns ja herstellen. Weil einfach mit Kohle läuft die nicht, da müssen wir Lava als Treibstoff reinpumpen. Okay. Aber wenn du dich erinnern kannst, unser Crucible kann ja Cobblestone zu Lava schmelzen und davon haben wir ja unendlich viel. Ja. Kennst du diesen komischen Ren-Bug in Minecraft, wenn du rennst und irgendwie immer wieder die Kamera so ruckartig nach vorne geht? Verstehst du, was ich meine? Hast du gerade Ren gesagt? Ren-Bug. Nein, wir brauchen noch unbedingt ein Vacuum-Hopper, damit der die Sachen aufsaugt, wenn sie auf den Boden fallen, wenn sie nicht in dein Inventar passen. Dafür brauchen wir Iron und eine Chest und ein Obsidian. Aber wir haben keine Diamanten, um Obsidian abbauen zu können. Also, ich brauche Redstone. Aber alles andere hätten wir eigentlich. Schade. Mann, wie viel Certus Quartz wir bekommen, das ist super. Ach übrigens, hier ist ein halbes Herz, wenn du die Zombie-Quest aktivierst, dann Ach ja, das halbe Herz liegt jetzt natürlich auf dem Boden, das nimmst du ja nicht. Hast mein Herz verschmiert. Nimm das mal wieder auf, bevor es despawnt. Ah, 5 Minuten dauert es. Ja, man kann das auch abschalten, ne? Oh, ich hab. Jetzt muss ich irgendwas anderes hier nehmen. So. Ja, genau. Hast du deinen Redstone, ja? Ja, ich hab's. Gut. Hier liegt noch ein anderes Teil. Ja, ich nehme das. Pulverized Aluminum Ore. So, da ist das Herz. Okay, dann werde ich das.
Dann vereinen wir gleich unsere Herzen. Schon wieder. So, wie viel Herzen haben wir jetzt eigentlich? Wir haben hier 8 Leben. Okay, das klingt doch gar nicht so schlecht. So, jetzt fange ich einfach mal an. Smeltery. So, wir brauchen einen Smeltery Controller. Seared Brick, Grout. Okay, ich brauche einfach Sand, Gravel und Clay, ganz einfach. Da brauche ich jetzt gar nicht lange rumrechnen, das macht nämlich keinen Spaß. Eigentlich rechne ich ganz gerne rum, damit ich nicht zu viel herstelle von den Ingredienzien, die ich brauche. Aber hier brauche ich so viel, dass ich keine Lust habe, rumzurechnen. Sehr elegant. Ingredienzen. Ja, das ist ein Wort, was ich durchaus gerne benutze. So. Das hat sowas Kluges, sowas Allwissendes. Meine Ex ist kaputt. Meine Pickaxe. Deine Ex, ja. Ich habe eben deine Ex ist kaputt verstanden. Deine EX. Ja, die ist kaputt. So. Sonst wäre es ja keine Ex, nicht wahr? Richtig. Ja. So. Wenn du mir helfen willst bei der Smeltery. Nein. Gut. Ja, erzähl weiter. Dann brauche ich von dir Clay, Gravel und Sand. Und zwar Sand und Gravel in einem Verhältnis von 1:1. Aber von Clay brauche ich nur ein Viertel so viel. Wenn du mir 4-mal Sand gibst und 4-mal Gravel, dann brauche ich nur einen Clay-Block. Clay war Sand oder Gravel und Barrel mit Wasser, ne? Das war Dust mit einem Barrel mit Wasser. Ach, Dust. Ich habe noch 10 Dust, das ist gut. Genau. Also das, ein Dust macht einen Clay-Block. Und ich brauche nur einen Clay-Block, wenn du mir dafür 4 Sand und 4 Gravel gibst. Also mach jetzt nicht zu viel Clay. Ich habe schon zu viel Clay. Dann lass es. Ja. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe, weil ich dein Kopfinneres sehe. So. Also, ich möchte jetzt 12 Sand und 12 Gravel. Wenn du da irgendwann Zeit für hast, das wäre schön. Ja. Wie jetzt? Aber mit dem, was ich jetzt habe, können wir schon mal einen Smeltery Controller bauen. Das ist eine Multiblock-Struktur, was schön groß ist. Siehst du ja, ich schmilzt der Grout zu einem Seared Brick, aber damit muss ich dich nicht belasten. Ich werde dir am Ende nur erklären, wie das funktioniert. Das ist eine sehr coole Mod. Okay. Ja, und das reicht eigentlich auch. Ich werde sie bauen. Dir das zu erklären wäre jetzt zu kompliziert, da habe ich keine Lust drauf. Aber ich werde dir... Ich habe den Kopf eh mit anderen Sachen. Ich werde dir sagen, wie es funktioniert. Okay. Wenn du Infini-X gesehen hast, da hatten wir auch eine Smeltery, den großen schwarzen Block. So. Ja, die hatte ich relativ früh schon gebaut. Ich habe 2 Pisten. Ach, natürlich, da können wir auch Werkzeuge draus bauen. Dann kriegst du endlich ein Schwert. Und ich auch. Und vernünftige Pickaxes aus Iron oder so. Ich habe ja gar nicht zugehört. Muss ich das Beta Barrel auch noch bauen? Du musst das Upgrade bauen. Okay, also brauche ich das Beta Barrel. Genau, das Beta Barrel das heißt, ist ein Teil eine des Chest, Upgrades. Eine Chest mit einem Half-Dings da und hier Baumstämme drumherum. Ja, das ist nicht kompliziert. Ja, das ist ziemlich Holz. Einfach. So. Ach. Okay. Ich Idiot sollte auch erstmal eine Chest bauen. So. Hey. Gibst du mir mein Seared Brick wieder? Gibst du mir meine Baumstämme wieder? Mein Rezept war zuerst drin. So. Das ist bitte schön. Du hast dein Crafting. Mighty Smelting. Achso, nein, das habe ich bekommen. Entschuldigung. Boah, Alter. Das ist das Buch, was mir gerade in das Inventar rein teleportiert wurde, in der drin steht, wie die Mod funktioniert. Okay. So, das könntest du lesen, ist auf Englisch. Ich wusste es auch schon vorher. Viel Spaß damit. So. Ich will das nicht. Jetzt. Jetzt hast du das Buch. Habe ich keine Baumstämme mehr, verdammt. Du hast keine. Moment. Da. So. Und ich werde jetzt hier die Plattform größer machen, damit wir hier unsere Smeltery hinstellen können. Dem Herrn ist die Plattform nicht groß genug. Nein, ist es dem Herrn nicht. Der Herr braucht nämlich Platz. Das ist ein 4 Blöcke großer Würfel. Und wir müssen noch drum herum kommen. Also brauchen wir ein bisschen Platz. So, ich habe das Storage Upgrade. Gut. Dann können wir jetzt die Quest abschließen. Hier, richtig? Siehste? Ja, sehr schön. Siehst du, ich bin doch was zu was nütze. For the Hoarding, genau. Da können wir jetzt abschließen. Da bekommen wir ein volles Herz und ein Reward Bag. Yep. Sehr schön.
Gut. Und dann will die Quest als nächstes, dass wir einen Computer craften, um unsere Sachen zu speichern. Das kommt alles noch. So, ja, 10 warte, Leben. Warte. Ja, nee, wir haben gleich 11, weil ich die Zombie-Quest noch nicht abgeschlossen habe, weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt war. Das mache ich jetzt auch noch schnell. Haben dann wir denn haben nicht wir sogar 12? Leben. Nein, ein halbes Herz gibt's da nur. Ach so, aber ich dachte, bei der Quest eben gab's doch auch ein ganzes. Ja. Wenn du For the Hoarding abschließt. Aber das hast du schon gegessen, ja? Ja, aber du hast es ja doch schon gerade geguckt. For the Hoarding, nicht vergessen, das abzuschließen. Da gibt's ein Reward Bag. Ja, das habe ich ja schon. Ach, meine Fresse. Der will wirklich, dass wir einen Computer bauen. Da kriegen wir 2 Leben für. Das dauert aber lange. So, Reward Bag. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Jetzt geh doch mal weg, ich will zum Crafting Table. Nein, zuerst zeigst du mir dein Reward Bag. Ich muss doch mal Inventar leer machen, mein Gott. Das. Ja, gut. Schön. Bitte sehr. Wenn der Herr das möchte. Kann man Samen auch einfach hier in das. Nein. Ja, verdammt. Das haben wir aber. Ich habe so viel Samen in der Tasche, ey. Ja, ist okay. Nehme ich einfach so hin. Was? Ja, nein, ist nichts. Ja, ist okay. So, war eine Aussage, ich akzeptiere das so. Ich habe 2 goldene Lassos bekommen. Oh, das ist eine tolle Sache. Damit können wir einfangen. Komm her. Genau. Komm. Nicht mich, oder? Doch. Nein, das geht nicht. Du kannst keine Mitspieler einfangen. Das wäre es ja noch. Los, jetzt komm, lass dich einfangen hier. So, 4 Blöcke groß. Okay, dann kommt da der Smelt. Wir haben hier auf der Plattform ab sofort einen schwebenden Smeltery-Controller. Wuhu! Invalid Structure, sagt er. Ja, natürlich, ist ja auch nur ein Block. So. Wie sieht's aus mit dem, mit den 12 Gravel und 12 Sand, um die ich dich gebeten habe? Richtig. Da fange ich mal mit an jetzt. Da war doch mal was, ja? Aha. Gut, ich bin auch da. Dann kannst du jetzt 12 Gravel abbauen. Genau. Und du verarbeitest das alles zu Sand oder halt nicht und ich verarbeite alles zu Gravel oder halt nicht. Also 12 Stück. 12 Stück, genau. Okay. Die kannst du mir dann einfach so geben und ich mache die Hälfte davon zu Sand und dann haben wir schon wieder mehr Seared Bricks. Und dann brauchen wir auch noch Glas. Also brauchen wir sowieso ein bisschen mehr Sand. Aber okay. Das kommt noch. Ich kümmere mich darum. Du hast ja deine Quests nicht, wa? Oder? Wahrscheinlich, ja. Okay. Was war jetzt in deinem Reward Bag drin? Immer noch die 2 Lassos. Ach so, natürlich. Okay, jetzt was war bei dir drin? Das hast du noch gar nicht gesagt. Ach, ich habe gerade reingeguckt. Komm, sag's. Purple Stained Clay, 16 Blöcke. Purple, steht dir bestimmt gut. Ja, aber es sind nur 16 verdammte Clay-Blöcke. Was soll ich denn mit dem Dreck? Du brauchst doch Clay. Nein, das ist dieser Hardened Clay. Scheiße. Das ist das, woraus die Plattform gebaut ist. Was soll ich denn damit? Ach, ich bin auch so ein Idiot, ne? Ja, ich sehe schon. Du hast aus deinem Massimilien Gravel geklaut. Was? Bitteschön. Dankeschön. So, was hast du denn jetzt schon, 12? Ja, natürlich. Und die wolltest du jetzt zusammen verarbeiten? Ja, richtig. Du hast gesagt, ich soll es zusammen verarbeiten. Ja, alles gut. Ich mache fast alles, was du sagst. Thank you.